Hey, JJ, are you on the way to the studio? I totally forgot. Okay, I'm on my way. I'll be there in like 5 minutes, okay? Okay, I'll see you later. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr Audioeffekte in Filmora Version 10.5 nutzen könnt. Bleibt dran! Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Heute wollen wir wieder eure Kreativität bei der Videobearbeitung stärken. Das Nutzen von Audioeffekten kann in Videos wirklich ziemlich viel Spaß machen. Audioeffekte verbessern die Sichtweise, indem ihr besser darstellen könnt, in welcher Umgebung ihr euch gerade befindet. Es gibt sogar auch Audioeffekte, mit denen ihr ein Telefonat imitieren könnt. Heute zeigen wir euch die neuen Audioeffekte, die in Filmora Version 10.5 für Windows OS hinzugefügt worden sind. Echo-Effekt. Beginnen wir mit dem ersten Effekt, nämlich den Echo-Effekt. Beim Echo-Effekt wird das direkte Signal für eine bestimmte Zeit verzögert, um eine Umgebung zu imitieren. Als Beispiel für einen Echo können zum Beispiel eine Höhle erwähnt werden, aber auch die freie Wildbahn oder allgemein die weite Ferne, also zum Beispiel auch der Wald. Um diesen Effekt anzuwenden, ziehen wir ihn auf den Clip in der Timeline. Wenn wir den Effekt anpassen möchten, klicken wir auf den Clip einfach Doppelklick drauf, dann gehen wir oben auf das Audiofenster ganz oben links und scrollen dann nach unten in die Echo-Einstellung. In den Einstellungen können wir dann die Verzögerungszeit entsprechend anpassen. Ebenfalls haben wir hier auch die Dämpfungsfaktoreinstellung, um eben die Lautstärke des Echos zu steuern. Ein kleinerer Wert lässt den Echo schneller aussterben. Wir setzen hier den Wert einfach auf 0,5, sodass es am Ende so klingen würde. JJ, JJ, can you hear me? Lobby-Effekt. Hier ist jetzt der Lobby-Effekt. Der Lobby-Effekt basiert auf einem Hall, der auftritt, wenn der Ton auf eine harte Oberfläche auftritt und dabei zu verschiedenen Zeiten reflektiert wird. Um diesen Effekt anzuwenden, ziehen wir ihn auf den Clip in der Timeline. Dann stellt ihr den Pegel einfach auf eine Zahl ein, bis es für euch am besten klingt. Do I sound like I'm in a lobby now? Wir haben im Übrigen auch einen Effekt für große und kleine Räume. Der große Raumeffekt hat einen längeren Nachhall und der kleine Raumeffekt, der fügt der Stimme weniger Echos hinzu. Probiert es einfach aus und sagt uns, welcher euch am besten gefällt. Telefoneffekt. Auch ist in der neuen Version noch ein Telefoneffekt dabei. Der Telefoneffekt ändert die Stimme so, dass es sich so anhört, als ob wir gerade telefonieren würden. Wir können den Telefoneffekt ganz einfach auf den Clip in unserer Timeline ziehen. Am Ende hört er sich dann nämlich schon so an. Hallo, this is Chloe from Watershare Filmora. How can I help you? Und das waren die neuen Audioeffekte in Filmora Version 10.5. Wenn ihr weitere Audioeffekte in zukünftigen Versionen von Filmora sehen wollt, dann schreibt uns immer in die Kommentare, an was ihr da so gedacht habt. Ansonsten soll es das von diesem Video gewesen sein. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen, bleibt kreativ und bis zum nächsten Video.